kann feiern, dass ich unofficial gegen Ufos gewonnen habe. Hm? Kennt man aus Banane, ne? Ja. Okay. Ja. Wen haben wir da? Niemanden, den ich kenne. Wer muss danach noch? Kennst du den? Afer im Nicht-Kolle? Nee. Ja. Jan ist aber leider nicht da. Jan ist heute krank, leider. Ja. Hallo Alessio. Wie geht's dir? Hast du schon die sechste Pizza Berlins gefunden? Oh mein Gott. Arthur mit dem ersten Stock? Arthur mit the down tilt. Ganz normaler war Sachen. Ja, he do be down tilting. Konzi ist ein Disillusioned Losers Bracket Spieler. Ich raste komplett aus, Alter. Ich habe gerade gegen Niki verloren und ich finde es trotzdem schön, ihm zuzuschauen. So, Konzi. Den Upgamer. Immer ein bisschen wholesome. Okay, du bist ja viel bessere Mensch. Wir reden nochmal nach unserem Set. Wichser. Hä? Ich war die letzten Male immer. Ich habe immer gesagt, ja, blöd gelaufen. Ist halt so, ne? Ja. Raided Eske heute uns. Wenn sie uns sieht am Ende ihres Streams, dann wahrscheinlich. Wird sie uns raiden? Ja. Macht sie das schon mal gemacht? Weiß, nee, die wollte. Echt? Oh mein Gott, was war das denn? Das war weird. Eske Schmeske. Genau. Auf Twitch groß in dieser Ring. Ja? Ja. Follower. 300 Zuschauer meistens, ne? Ja, viele Subs auf jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall irgendwie 500 Subs oder so. Ja, davon kann sie auf jeden Fall schon fast leben. Sie kann da schon leben. Sie kann davon, also sie lebt davon gerade. Ja, okay, das ist natürlich auch von. Ich hab das so. Was hier so fragt. Aber was streamt sie immer? Sie streamt so Reaction Content. Kennst Reaction Content? Also Reaction Content. So wie Hasan Piker. Sie ist deutsche Hasan Piker. Es ist wirklich einfach dasselbe, also was sehr, sehr ähnlich. Aber auf was nicht, dass es so schlecht ist oder so. Sie ist auch ein Young Turk tatsächlich. Das ist tatsächlich auch, ja. Ja, auch so, sie hat sich noch keine Villa gekauft von dem Geld. Ja, Niki ist Berlin auch. Noch ist sie gut. Das Witzige ist, ich sehe immer Retweets und ich verstehe 50% davon überhaupt nicht, weil ich gar nicht mit Politik am Hut habe. Sie sagt immer, das kann gar nicht sein. Tja. Sie sagt immer, jeder muss was mit Politik am Hut haben. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass ich das nicht muss. Du hast schon vom Wohnungsmarkt gesuffert auf jeden Fall. Ja, das habe ich auf jeden Fall, ja. Dann hast du auf jeden Fall Politik zu tun gehabt. Ja, ja, ja. Aber das kommt noch, glaube ich. Ich habe inzwischen eine Wohnung, insofern I'm good for now. Ab jetzt nicht mehr in der Politik involvieren, wenn sie dich nicht mehr betrifft. Ja. Ist okay, sag ich das nur in die Politik involvieren, also wenn es eigene Bedürfnisse sind. Halt mit Politik. Ich das kommt auch noch mal. Das Leben würde ich noch mal richtig ficken, ich weiß das. Was? Ja, ich weiß. Was? Nein. Wie bitte? Oh mein Gott. And this is game one, going to the president. Okay. Arthur mit dem Game. Ja, ja. Tschüss. Auf Dreamland sogar. Auf Dreamland. Yo, Niki ist jetzt Berliner, der wohnt jetzt hier in die Ecke, soweit ich das weiß. Berlin ist einfach so krass geworden. Ja, Berlin ist einfach noch mehr stacked geworden. Ja. Dass man jetzt auf Dings, auf Dreamland startet in dem Matchup. Und wir haben Eis verloren, aber Niki gewonnen. Was? Und Arthur haben wir auch gewonnen. In dem Matchup jetzt, dass der Fox den Marv hier hin counterkriegt, ist für mich wirklich verrückt. Ich habe auch hier nicht aufgepasst in den letzten 2 Jahren, was sich entwickelt hat. Vor allem bei so Stage-Picks gar nicht. Oh mein Gott. Oh, okay, das war ein bisschen cheeky. Wo ist ein Pokéfloats? Wo ist Pokéfloats, Konsti? Bring back Pokéfloats. Euch jetzt hier eigentlich auch einen kleineren Display an? Damit der Chat unser großartiges Geramble hört. Ah, alles für den Chat. Alles für den Chat. Alles für Alessio, der hier gerade im Chat ist. Und natürlich Velocity 64. Und Velocity 64, den European Homer. Ja. Ich hätte fast in European gearbeitet. Dang. Imagine das. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben in European. Ich auch. Bin nur mal durchgefahren. Ich weiß, dass da apparently ein altes Haus steht. Das kennen wir alle. Das KIZ da. Frauen umbringen oder so. Nein, nicht kein Zit, da gab es wirklich nur davon. Die haben das an der Wahlgegebenheit ja. Oh mein Gott, das ist noch weirder. Oh mein Gott. Das war ein nice Conversion. Wir hatten noch so ein interaktives Musikvideo. Ja. Oh, einfach so der Tipp aus ich muss Kerl. Persönlich als Melee-Tourist muss ich sagen, ich finde das nicht so lecker. Was geht ab, mit dem mein Vater ist? Er spielt schon einige Zeit ziemlich gut und ab und zu hat er einen Tag, wo er noch besser spielt. Und dann sagen wir, oh mein Gott, Alessio. Er ist ja sein Atze. Oh, let's go, Alessio, shoutout. Alessio. Alessio. Hauptsache, Alessio geht's gut. Ich finde, Hauptsache, allen geht's gut. Ja. Hauptsache, alle Fanicolo geht's gut. Hauptsache, alle sind gesund. Mhm, ja.
alles andere ist egal. Oh, nice. Niki hat nice Prozente. Hey, das würde mich ehrlich gesagt voll freuen, wenn Arthur das gewinnt. Ja. Weil dann kann ich gegen Niki mal um Platz 3 spielen. Das wäre was anderes. Falls ich überhaupt so weit komme. Ich wollte gerade sagen, du erwartest aber auch einiges von dir selbst. Naja. Oh, du musst ja gegen Maxim, Marius oder mich. Ich spiele schon ganz okay heute. Ich glaube, sie schaffen das nicht, mich zu scheinspiken. Und Geldjunge ist auch noch im Weg. Ich glaube, das kriege ich schon. Und viele Leute kämpfen um Platz 3. Die sind ja, und Jung Ulrich. Aber Third ist nicht dabei. Auf F-Smash. Das macht er so oft einfach, dass er denkt, er muss jetzt finishen. Das hätte einer sein können. Also das war okay. Aber er hat gezeppert einfach. Oh, gieriger. Oh, aber... Das war schlecht. Ja. Das war ein Up-Smash. Das war schlecht. Das ist es. Krass. Gutes Comeback von Niki. Er hat sich nochmal gut zusammengerissen. Ich glaube, wenn Arthur das gewonnen hätte, wäre das fast gewesen. Ach, das glaube ich nicht. Nee. Der macht gute Schulden. Niki hat so viel gegrindet in seinem Leben, der kann auch Handoffs. Ja, der kann auch gute Handoffs auf jeden Fall. Wir haben es ja schon gesehen, er hat ja schon Weekly gewonnen, nur mit Ice Climbers. Naja, Handoffs sind dann jetzt schon mal leider aus dem Spiel, weil Lana dead ist. Ja, weg mit dir. Also für den Schlossen. Oh, schön von Arthur die Lace. Das mag ich. Ah, und das ist eine Down-Air und da ist der erste Stock. Gonge. Oh Gott. Ja. Ja, aber gute DI von Arthur tatsächlich. Da nach oben die ein, damit er halt auf der Stage landen könnte, theoretisch auch. Wir haben direkt ausgeglichen. Wurde abgeholt von einem kleinen, aber doch nicht zu unterschätzenden Eisblock. Das klang gerade wie das Intro zu Asterix und Obelix. Ein kleiner, aber nicht zu unterschätzender Eisblock. Oh. Operation Eiswürfel. Miraculix wurde von einem riesigen Eiswürfel auf den Kopf getroffen und weiß seitdem nicht mehr, wie man den Zaubertrank braucht. Oh. Double Dips. Gut, dass Obelix in den Zaubertrank gefallen ist. Er braucht nämlich gar keinen Zaubertrank. Sehr richtig. Aber er muss dann ganz am Ende einen Tropfen trinken, um dann halt dann ist er einfach den Obelix. Großen Kampf halt nochmal alles rauszuholen. Obelix ist der Maxi, wie ist ausgegangen? 3-2 für Dario. Holy fuck, Dario! Was geht ab, Junge? Hau, ich geh durch. Warte mal, bist du Chemie erst jetzt? Ich bin Biotechnologie zweiten. Achso. Hey, ich habe noch nie debattiert vorher. Nee, aber erstes Semester. Ich glaube, es gab eigentlich auch ein Praktikum fürs erste Semester, aber Rona hat sich gedacht, nee. Nee, so viel müsst ihr da, also ist ja nicht so viel. Oder habt ihr auch so ein Eppendorf-Kipett? Nein. Die haben wir zum Beispiel nie gehabt. Ja, braucht man natürlich nicht. Also ich brauche die halt auf Arbeit, weil du halt so wirklich also Mikroliter genaue Mengen brauchst. So shit. Oh, ich wollte dich das nicht. Kannst du mal gucken? Geld, mein Banane. Ja, das ist ich bin nur so nett, dass ich nicht mehr im Labor mache, weil ich habe so 5 Labortage und das ganze Semester verteilt. Echt? Das wird auf jeden Fall nochmal mehr, glaube ich. Aber ich glaube, eure Laborsachen sind auch nicht so anstrengend. Nee, es ist eigentlich ziemlich schön. Ich wollte bald so Puffer dran. Okay. Ich wollte irgendwelche Puffer dran. Die ist so gerade zu schreiben. Die riecht ein bisschen schlecht. Ja, okay. Aber es war halt wirklich einfach nur... Boah, gestern war auch ziemlich langweilig. Gestern war wirklich nur so pipettieren, aber ohne Sinn pipettieren, weil einfach nur so, damit die wissen, kannst du. Ja, damit du es einmal gemacht hast. Ja. Ja.
Das war es gestern nicht, sollte was, ein bisschen spannender auf jeden Fall. Gut. Oh, die Tino Escape. Danach kann eigentlich schon fast alles Sets am Stream spielen. Ja, ja, wie nochmal. Aber was ist das denn? Was ist das denn? Hat den Stand in 3D gedrückt, ja, für die Kamera? Das ist absolut insane. Vor allem, es gab eine Vorlage im Internet. Das macht tatsächlich extrem viel Sinn. Wir haben letztens auf so einer Seite, wo wir immer unsere Kristallstruktur in 3D ansehen können, eine Vorlage für eine Glock gefunden einfach. Ja. Zum 3D-Drucken. Ja. Oh, was? Alessio, du hast etwas falsch gemacht hier. Ja, das ist eine Stufe 2, glaube ich. Was? Hä, kannst du das wissen, dass das eine Stufe 2 ist? Ja, weil wir nicht einen Slot frei haben, Stufe 1. Ach so, okay, das ist ja dumm. Das ist so dumm. Das finde ich nicht cool. Ja, ich finde richtig dumm, dass man manche Slots, man kann auch neuerdings, wenn man eine bestimmte Anzahl an Bits insgesamt gespendet hat, dann kann man auch Emotes freischalten, nicht immer. Okay. Ah, es gibt auch so Chat-Emotes jetzt, also so ja, Follower-Emotes. Follower-Emotes, ja. Oh, oder animierte. Ja, Mann. Sie wollen jetzt Better Twitch TV und Franker Face sie ablösen. Aber die werden es nie schaffen. Weil man da halt kostenlos sagen muss. Ja. Follower Emotes sind nur 3 oder so und das glaube ich nur für Partner. Ah, nein, also. Ja, tut mir leid, Alessio. Ich bin kein Fan von mehr bezahlen für noch mehr Emotes. Das finde ich KG. Das ist Cage. Ja, das Gute dabei ist halt, man kann es mit den Atzencoins machen. Was? Man kann es halt mit den Atzencoins machen. So, dann muss er ganz viele Atzencoins sammeln. Ja. Nice. Ja, da muss man halt zugucken. Was natürlich scheiße ist, wenn wir nur einmal die Woche streamen können. Ja. Aber mit Subtrainer irgendwie Multiplayer oder irgendwie. Ja. Ich glaube 1,2-fach oder 1,5-fach. Oder das ist eh, wir werden nie Partner schaffen, weil wir immer nur einmal die Woche streamen. Ja. Achso, aber Partner würde man ja eh nicht schaffen, oder? Hm? Ja, also, da müssen wir auch nicht viele Subs für haben, oder? Ja. Nee, richtig viele Viewer und Viewer. Richtig viele Stunden. Ja, okay, und ja, aber das wollen, also wir wollen das ja auch nicht. Wir wollen, Affiliate ist ja eigentlich ist alles, was wir brauchen, oder? Ja, ja. Haben wir eigentlich schon mal eine Auszahlung bekommen? Ja. Nice. Zweimal. Nee, ich habe im Kona einmal meinen Prime-Sub. Ah, der hätte man doch aber downhängen können. Okay, wir wollen Arthur nicht auf diese Weise fallen sehen. Hey Alessio, wir haben hier ganz viele Leute, die neu sind eigentlich. Also, ich bin für immer neu. Da kommt man, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt, dann kommt man sehr schnell eigentlich in so ein bisschen höhere Ränge rein. Weil das Honolulu nicht mehr dabei ist. Oh ja, das ist ja irgendwie hin und wieder mal doch da. Honolulu war doch letzte Woche ja, da. Ja, der streamt halt ziemlich viel. Ja. Aber der streamt dienstags. Ja. Aber trotzdem, der macht ja auch Podcasts, ja, alles Mögliche. Ja. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich gegen Arthur spielen. Du denkst auch immer, die Messen sind schon gesungen, bevor hier irgendwas entschieden ist. Er sitzt bei 26, 31, 54% erst, 65. Das ist doch alles auch okay. Das Problem ist halt, dass Arthur nicht seine Kopfhörer auf hat. Aber Eis ist schon ein komischer Charakter. Hast du auch viel Eis gespielt oder gegen Gandalf? Ja, und gegen Luca halt auch ganz viel. Aber ich kann das Matchup nicht mehr.